Wir sehen uns eigentlich als Ermöglicher in unserer Rolle und damit befähigen wir verschiedene Akteure, sich das Recht zu nehmen, auch eine Meinung zu haben und diese äußern zu können. Das ist eigentlich eine urdemokratische Angelegenheit, basisdemokratisch auch. Nicht nur, das kann ich, glaube ich, für euch jetzt gerne ausführen, weil es um Demokratie geht. Jetzt kommt ein ganz kleiner Disclaimer. Also es gibt ja StartCamp Conferences, das ist quasi die Mutterorganisation, die vor 10 Jahren im Ruhrpott gegründet wurden. Und dann gibt es verschiedene Leute, die aktiv sind in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und ich spreche jetzt vor allem über die Aktivitäten von StartCamp Schweiz. Das ist einfach, glaube ich, noch ganz wichtig, dass man das richtig einordnen kann. Interessanterweise merken wir gegenüber einem deutschen Publikum in der Schweiz, wollen die Leute eigentlich viel lieber vorgefertigt kuratierte Programme haben und wissen im Vorfeld, auf was sie sich einstellen und sich dann auch Zeit nehmen. Und daher kollidiert eigentlich unser Anspruch auf Basisdemokratie und selbstreguliertes Programm mit einem Anspruch von unseren Kunden und Nutzern und Partizipienten, doch eine kuratierte Vorauswahl und ein Programm zusammengestellt zu bekommen. Also das ist eigentlich eine hochspannende Geschichte und wir meinen, dass wir das wirklich auch sagen können, dass sich da die national-kulturelle Differenzen bestehen. Welche sind die speziellen Herausforderungen, konzeptuell immer wieder sich zu konzentrieren, was der Kernwert von diesem Format oder von den Formaten von uns ist? Und das ist eigentlich der Austausch interdisziplinär auf Augenhöhe, der kollegiale Austausch. Und da gibt es dann oft Konflikte, auch von Anforderungen, die an uns herangetragen werden. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe von Partizipienten, die mehr Wissensvermittlung möchten. Und die anderen sagen, nein, eben genau das Wesentliche ist der Dialog. Das ist so eine Problemstellung. Und die andere Sache ist zum Beispiel der Anspruch auf Dokumentation. Also ganz viele Leute wünschen sich dann Dokumentationen und das ist wieder dann was wir handeln müssen, weil das ist sehr ressourcenintensiv, Dokumentation von diesen Formaten herzustellen für uns. Dann ist es aber auch ein logistisches Problem, wie können wir niederschwellig die verschiedenen Sprachen handeln. Da gibt es so dieses Prinzip in der Schweiz, was sehr verbreitet ist, dass jeder seine Sprache spricht und da sind wir jetzt um experimentieren, wie könnte das gehen, aber wir brauchen auch Unterstützung, um diese Akquisition und stärkere Betreuung von der Westschweiz, von der französischen sprechenden Schweiz zu machen. Das ist so ein Punkt, den wir verbessern wollen oder angehen wollen. Was wir jetzt gemerkt haben in den letzten paar Tagen, ist, dass wir eigentlich das total genießen, in dieser Zeit agil Formate auch zu entwickeln und zu verändern. Am Freitag findet ein Camp statt. Das wird schon wieder ganz, ganz anders sein als vor 3 Wochen. Da haben wir das Format wieder total radikal verändert. Es geht wirklich um den Austausch, niederschwellig, professionell zwischen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eigentlich alles Partizipation. Wir ermöglichen Partizipation mit unserem Format. Das ist unsere Arbeit, dass wir einen Raum, Gefäß und Netzwerk für Partizipation zur Verfügung stellen.